Ja, ich habe es natürlich früh mitbekommen, wobei ich jetzt keine bestimmte Aufnahme nennen kann. Einstudiert habe ich es erst mit 17. Also da hatte ich eben schon alles Mögliche vorher. Brahms, Mendelssohn, Bruch, Mozart und so weiter. Ich meine, das war zwar nicht das einfache Repertoire, aber es war doch noch mal was anderes, Beethoven einzustudieren. Also da wollte ich mir auch Zeit lassen. Und dann eben mit 17 fing ich zum ersten Mal an, das einzustudieren. Und da hatte ich dann auch die Möglichkeit, zuerst mit einem Studentenorchester das auszuprobieren. Und solche Sachen sind natürlich immer Gold wert. Und ja, dann habe ich bestimmt erst 2, 3 Jahre später so mit großen Orchestern dieses Konzert gespielt. Also das muss auch wirklich reifen. Man muss sich selbst Zeit geben, wie bei einem guten Wein, dass man auch innerlich das Gefühl hat, so jetzt bin ich so weit, jetzt. Ich meine, gut, man ist nie so weit, dass man sagt, jetzt ist es fertig. Ich meine, das wäre ja schade. Es bleibt immer spannend und ich muss sagen, so oft ich das gespielt habe, es ist jedes Mal wieder so eine Herausforderung. Und man ist da schon auch immer besonders, ich will nicht sagen aufgeregt oder angespannt, ist auch das falsche Wort, aber man spürt einfach, es ist so ein besonderes Konzert und es gelingt einem einfach nicht immer. Das ist einfach so. Und das macht es auch spannend, weil man nie weiß vorher, ja, wie wird's denn heute? Also dieses Konzert ist für mich auch wirklich so ein bisschen wie Seiltanzen. Also was ich zwar noch nie probiert habe, aber es ist vom Gefühl her so, dass man das Gefühl, also man muss balancieren auf einem Seil, aber gleichzeitig so locker bleiben, dass man eben tänzerisch auf diesem Seil so balancieren kann. Also das ist eben unglaublich heikel bei dem Stück, finde ich. Also erstens mal muss man so lange warten, bis man überhaupt anfängt zu spielen und dann hat man diesen eleganten Aufstieg und ist vollkommen alleine erst einmal und man hört einfach alles bei dem Stück. Das ist natürlich sehr gemein. Ich meine, bei Mozart ist es ja ähnlich, aber bei Beethoven ist es noch mal ein Stück offener alles, ja. Naja, anscheinend hat der Beethoven die Violinstimme erst am Tag des Konzerts dem Geiger gegeben. Und also ich glaube, wenn ich so ein Violinkonzert erst am Tag des Konzerts bekommen würde, also das kann ja kein Erfolg werden. Ich meine, das ist ja so heikel. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es am Anfang einfach nicht gut angekommen ist. Aber es ist ja dann auch nicht wirklich fair. Das wird ja auch nicht dem Stück gerecht. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, ich meine, es steht ja auch. Es ist ja bekannt, dass das Konzert dann auch jahrelang nicht gespielt worden ist. Und erst dann nachdem Joachim als kleiner Junge dieses Konzert spielte, mit Mendelssohn als Dirigent, fand ich auch, also eigentlich irrsinnig. Und dann wurde es erst häufig aufgeführt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil ich meine, dieses Stück ist ja so. Ob man das jetzt gut spielt oder nicht, aber man hört ja, was das für eine wunderschöne Musik ist. Und dass sich dann nach der Uraufführung niemand gedacht hat, so jetzt, oder der Geiger selbst, jetzt übe ich es mal richtig und spiele es dann noch ein paar Mal, das, ja, ist schon erstaunlich. Aber Gott sei Dank hat Joachim das Konzert dann wieder rausgekramt. Ja, dadurch, dass man natürlich als Solovioline dann die Themen umspielt, ist es schon so, dass man sehr kammermusikalisch spielt. Und das Orchester muss dann auch eben sensibel genug begleiten. Und dann geht es wirklich darum, dass man ganz genau zuhört, auch was spielen denn die Solostimmen und dass man drumherum tanzt sozusagen. Und nicht immer erwartet, so jetzt, ich bin der Solist, die haben sich jetzt nach mir zu orientieren. Ich meine, sicherlich ist es ein Geben und Nehmen, aber schon bei dem Konzert besonders kammermusikalisch. Ja, es gibt ja zum Beispiel einige Stellen, in denen ich eben die Hauptmelodiestimme im Orchester nur umspiele. Und das ist also zum Beispiel jetzt relativ bald am Anfang diese Stelle von den Holzbläsern, die dann eben, also.
dann spiele ich halt eben. Und so weiter. Genau, also da muss man natürlich ganz genau hören, was die spielen und kann sich dann nicht überall so nach Lust und Laune viel Zeit nehmen. Aber klar, man probt es ja auch und dann lässt man sich dann schon auch Luft. Aber da gibt es eben lauter solche Stellen und das kann es natürlich, also es ist die Gefahr dabei, wenn man das sehr etüdenmäßig spielt, vielleicht, dann kann es natürlich irrsinnig langweilig werden auf Dauer, aber das ist halt eben die große Herausforderung, dass das nicht passiert. Ich lege schon immer mehr Wert darauf, aus Urtextausgaben zu spielen, weil es schon einen großen Unterschied macht, was die Striche betrifft. Man ist sich dann wirklich sicher, dass, ja, dass es so notiert ist, wie der Komponist das wollte. Und das ist nicht so beeinflusst von irgendwelchen, ja, vielleicht teilweise verrückten Ideen von irgendwelchen anderen großen Musikern, die vielleicht das versucht haben zu beeinflussen. Ist sicherlich auch interessant, mal zu sehen, einen Unterschied, aber also gerade auch bei dem klassischen Repertoire, da spiele ich jetzt wirklich eigentlich nur aus Urtextausgaben. Ja, das Tolle an den Hinle-Noten ist ja vor allem auch, dass es einfach beide Versionen gibt. Das ist eben die bearbeitet, nicht bearbeitet, aber die beschriftete Version mit Fingersätzen, aber auch nicht so furchtbar übermalt, aber dann gibt es auch eine komplett ohne. Und das finde ich ja eigentlich am allerbesten, weil man da nicht beeinflusst wird. Man kann da einfach selber nach Lust und Laune schauen, also welcher Fingersatz liegt mir denn jetzt? Weil das ist ja nicht für jeden gleich, welcher Fingersatz jetzt zu den Händen auch passt.